Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 1. Im letzten Part haben wir die Sprache der Lufianer oder so gelernt. Ja, Lufianer hießen die Dudes. Und nun werden wir uns jetzt mit den Hurensöhnen mal unterhalten. Hallo, do you speak English? Ah, yes, yes, wir sind die Lufianer. Wir sind die Nachkommen jenes Volkes, die den Himmel und die Lüfte hier zu Hause nannten. Korrekt. Das Schiff, mit dem ihr unterwegs seid, Bruder, ist ein Luftschiff. Gebaut wurde es von Cid, einem legendären Lufianer. Ah, hier war also auch schon ein Cid, korrekt. Ja, danke für die Info. Die Legende besagt, dass 400 Jahre nach dem Zerfall der himmlischen Zivilisation vier Krieger erscheinen, die die Kraft des Lichtes in ihren Händen halten und uns vor großen Unheil bewahren werden. Ja, ich bin hier, Bruder, was los? Gesandte des Lichts, die Legende ist wahr. Ja, hallo. Was hast du sozusagen? Vor 400 Jahren entwickelten wir uns zu einer Hochkultur. Sogar den Himmel konnten wir erobern, doch von dieser einst hochentwickelten Zivilisation ist heute nichts mehr zu sehen. Das merke ich, mein Junge. Du hast nicht mal ein paar Türen an deinen Häusern. Das Luftschiff ist hoch über unseren Köpfen schwebt. Vor langer Zeit lebte unsere Vorfahren in diesem Schloss. Und der Turm Mirage solle sein Eingang sein. Lässt du mich auch durch oder laberst du nur Scheiße? Ah ja. Aus dem Weg! Junge, war mich richtig wütend, der Typ. Wir lieferten uns einen bitteren Kampf mit Tiamat, dem Chaos des Windes. Doch wir waren seiner bösen Power nicht gewachsen, Alter. Seitdem hält er das Luftschloss besetzt. Ich würde gerne zum Luftschloss gehen. Ihr Krieger der Legende, nehmt die Scheiße mit. Mit dieser Glocke wird euch der Turm Mirage Eingang gewähren. Korrekt! Danke, Alter. Da habe ich nämlich schon mal probiert reinzulatschen. Sehr nice. Der Wind war die Quelle unserer Kraft, doch Tiamat brachte die Quelle zum Versiegen, Alter. Richtig scheiße. In unserer Verzweiflung schenkten wir fünf unserer besten Babas los. Und doch angeblich hat sie eines der Chaos der verflucht, sodass sie nun ihr Dasein als Fledermäuse fristen. Schlimmstes Leben. Wir kamen zu dem Schluss, dass selbst die vier Chaos-Schergen eines noch viel mächtigeren und bösartigeren Wesens sind. Unsere fünf Krieger sollten dieses Wesen ausfindig machen. Doch schon lange haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Die sind wahrscheinlich voll weggerackt worden, Bro. Wahrscheinlich. Cool, wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Richtig korrekt. Ach, guck mal, hier geht's ja auch noch lang. Erzengel. Gibriel. Lernt sich Jan, verlernst du jetzt was? Herr Kampf, ich voller HP. Das will ich unbedingt haben. Das kannst du auch lernen, ne? Ja. Kannst du nicht irgendwas verlernen, mein Junge? Ich glaube nicht. Scheiße. Da ist jetzt ein... Ah, da! Vergessen, Ehre. Hab jetzt magische Teil eines Gefährten. Ja, scheiße, aber an die Zauber. Dann lernst du jetzt die Scheiße, mein Junge. Ehre. Erzengel wird sehr hilfreich sein. Hier werde ich wahrscheinlich nichts lernen können, aber wir gucken mal. Flair. Ein Schwarzmagus könnte das lernen. Ja, wir sind nur ein Haufen Scheiße. Rotmagier-Pisser. Wir können sowas nicht. Gut, dann auf in die Wüste zu diesem komischen Turm. So, los geht's, Alter. Turm Mirage, Ehre. Von Dungeon zu Dungeon. Wir fahren von Dungeon zu Dungeon, ey. Wir holen uns Medusas und Säbelzahntiger. Gott verdammt. Oh mein Gott. Bitte versteinere mich nicht, Senpai. Ich meine, Klo und Gibril können eh nicht versteinert werden, das ist schon mal eine gute Sache. Ich schätze, ich verbrenne diese Fuckviecher einfach. Dün, 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 dün. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, friss das, du Arsch. Nehmt das hier, Pisser. Fick dich, Nanaki. Okay, oder auch nicht. Dün, 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 dün. Very nice. Tja, hoffentlich ver... Dunkelritter, was geht ab, Bruder? Und schnaufen, okay.
Hoffentlich wird uns dieser Dungeon nicht allzu sehr abfacken. Wahrscheinlich wird er ähnlich sein wie der Wasser-Dungeon. Vollgepackt mit Monsterlines und mit Stress. Aber das kriegen wir sicherlich irgendwie bestimmt eventuell hin. Oder auch nicht. Wer weiß. Who knows? Wir gucken einfach ein bisschen weiter. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Schatztruhe. Oh, Vampire, Ehre. Die haben wir schon weggerackt. Und in der Schatztruhe sind bestimmt nicht nur 10 Gil oder so. Lass dich da bitte nichts einreden, Leute. Das ist bestimmt richtig wertvoll, was da drin ist. Ohne Scheiß. Wird einfach... Oh, ja, war krass. Ein Zelt. Ja, ist immerhin etwas nützlich. Hier sind scheiß viele Sachen. Aegis-Schild. Okay. Ein paar Euros. Noch mehr Euros. Ja, noch mehr Viecher, die wir verbrennen können, schätze ich. Eisgar küsst einfach mehr als Feuiger. Macht's auch mehr Schaden? Ach, ich probier's mal. Vielleicht töten wir den Säbelzahntiger dann auch instant. Das wäre doch nett. Ja, never mind. Jetzt habe ich ja schon mit Manuel den Säbelzahntiger angegriffen. Jetzt darf ich nur noch gewastet der MP. Egal. Tschüss, Medusa-Lines. Mondschwert. Cool. Mal gucken, ob wir die Scheiße tragen können. Ja, können wir. Ist aber scheiße. Gut zu wissen. Und das Aegis-Schild. Kannst du das tragen? Nee. Nein, leider nicht. Du kannst das Mondschwert tragen. Bist auch... Voll die Scheiße. Wieso sollte ich das nehmen? Verarschen? Leere Schatztruhe. Ehrenlos. Hier ist noch was. Ja, ganz schön viele humane Gegner hier, ne? Dunkelritter, Vampire, voll die Husos. Was machen die denn hier, die Assis, Alter? Richtig ehrenlos. Wahrscheinlich haben sich irgendwie ein paar Menschen oder auch ein paar Vampire gedacht, Bruder, lass mal das Chaos der Lüfte anbeten. Das ist bestimmt eine coole Idee. Dann werden wir Luft geraten oder so. Und so haben sich diese Grüppchen gebildet und dementsprechend hat das Luftchaos ihnen die Macht gewährt, mit den Monstern zusammenzuleben, ja? Der Heilerhelm. Also ich weiß nur einen Typen, der den Heilerhelm tragen könnte und er könnte ihn nicht tragen, das ist schlecht. Lederhut. Mithrilhelm, Heilerhelm. Voll die Scheiße. Benutze um Heilung aus. Okay, ich schätze, es könnten wir verwenden, aber wie dumm. Ah, und Gil. Und ein kleiner Grafikfehler, falls ihr den gesehen habt. Ja, verbrennen wir die Jungs hier einfach. Was los? Ich mag übrigens echt nicht das Design der Wehrtiger. Das sieht einfach richtig scheiße aus. Ich meine, guckt sie euch an, dieser komische Klumpen. Scheiße, die leben ja alle noch. Das ist etwas problematisch, würde ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Die haben wahrscheinlich nicht mehr allzu viel AP, aber trotzdem, Bro. Das ist krass. Dün, 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 dün. Klar, heilt euch, gönnt euch, Jungs. Alles gar kein Problem. Bam, bam, bam. Ba, 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 bam, ba, ba, bam. Hau dir rein. Der Bruder ist immer noch vergiftet, okay. Kein Problem, wir haben ja eine krasse Magie für sowas. Ehre. Ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Potions, deswegen nehmen wir einfach einen Heilgezauber und dann ist auch gut. Ich glaube, ich habe gar keine normalen Potions mehr, wenn ich kurz drüber nachdenke. Egal, braucht man auch nicht, Leute. Potions sind für Loser. Wir haben ja voll die heftige Magie, ja? Und immer noch 99 Äther. Oder 98 inzwischen, I don't know. Auf jeden Fall genug, um hier durchzukommen. Ist gar kein Problem. Dun-dun-dun. Oh, Innos, hilf mir. Diese fucking Vampire. Ach so, stellt euch vor, man würde die Gegner auf der Overworld sehen. Bruder, überall wäre ja irgend so ein Hurensohn, der da rumsteht. Fast auf jedem Teil. Das wäre schon mies. Speedrunner können ja manipulieren, wann sie einen Encounter bekommen. Anhand der Schritte, die sie machen und der RNG, die sich halt dann immer gleich verhält. Ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Aber gleichzeitig kann halt natürlich jemand einfach Luck haben und natürlich dann auch den Weg gehen, den ein Speedrunner gehen würde. Und auch die Pause machen, die er machen würde und dann keinen Counter bekommen. Geht sicher auch.
Hey Bruder, was geht ab? Seid ihr meine Schafer? Ja, fast. Ich bin jetzt nicht so dein Daddy. Hier leuchtet's ein bisschen, okay. Ein komisches Fuckvieh. Wahrscheinlich ist er ein Überbleibsel von dieser komischen Zivilisation, von der die Lufianer gezählt haben. Also die waren ja mal krass, ja, aber jetzt sind die ja nur noch irgendwelche Lauchs. Dün, 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 dün. Tschüss, Höhenross, du Arsch. Very nice. Was haben wir eigentlich hier? Hier komme ich ja eh nur zu den Schatztruhen zurück, ne? Ja, genau, voll der dumme Weg. Bringt mir so nichts. Links wird auch kein Weg. Oh, eine Chimäre, cool. Die sieht cool aus. Links kommen wir ja her, quasi. Also gucken wir weiter mal nach rechts. Nice, Level up. Schauen wir einfach mal, was da abgeht. Ja, ich glaube, langsam, aber sicher würde ich mir nochmal was zu essen machen. Ich hatte heute ein richtig babamäßiges Frühstück, Leute. Ja, schönes Omelett. Ketchup auf das Omelett. Schmeckt hammergeil, falls ihr es noch nie probiert habt. Und ein Eiskaffee dazu. Und das konnte man sehr gut genießen, Leute. War einfach das High Life. Ich lebe hier wie ein König, ja. Ja gut, so krass vielleicht nicht, aber... Man muss das Leben schon ein bisschen genießen. Wisst ihr, dieser Turm von dem Aufbau, den wir bis jetzt gesehen haben, erinnerte mich so ein bisschen an das Gefängnis aus Final Fantasy 8, wo man dann rausfliehen muss und alles so in der Spirale und voll nervig. Du musst immer einen ganzen Kreis laufen. Oh, sorry, Leute, ich bin versehentlich auf den Aufnahmeknopf gekommen. Alles cool. Oh. Das ist jetzt schlecht. Ich schätze, wir gehen einfach nach links. Ein Wächter. Ehre. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Blitzmagie wäre effektiv gegen diese Biester. Aber das kriegen wir sicherlich auch so irgendwie hin. Vanity ist so nutzlos, Alter. Es tut mir fast schon in der Seele weh, ey. Ist einfach keine gute Klasse. Ich sag euch, falls ihr das mal spielt, nehmt nicht Kampfkünstler. Voll die Scheiße. Dun, 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 dun. Oh, Doggos. Die haben wir aber auch lange nicht mehr gesehen. Auch voll der alte Gegner. Der wird doch gar kein Problem sein für uns. Wahrscheinlich wird sogar Vanity ein One-Hitten. Exactly. Naja, was auch immer. Dun, 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 dun. Da ist noch so ein Wächter. Oder noch so ein Dude. Ja, obwohl. Ja, komm, wir machen einfach mal einen Eisgar weg mit dem Scheißviechern hier. Verpisst euch, Alter. Wer das nicht hilft, machen wir nochmal einen Sanctus. Schiss, ey. Der Phönix verpisst dich instant. Der hat gar keinen Bock, der Junge. Dun, dun. Ja, die Viecher haben einfach richtig Schiss. Verständlich. Ich meine, wir haben so viele Leute umgebracht. Mann, da hätte ich auch Schiss. Voll die krassen Fucker. Da geht's nochmal weiter hoch auf Ehrenbruderbasis. Wahrscheinlich müssen wir ganz nach oben und dann werden wir in diese alte Stadt teleportiert und da ist dann das Chaos. Könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall cool. Man muss hier irgendwie direkt an Tales of Phantasia denken und die alte Zivilisation, die so voll krass war und eine Zeitmaschine beinhaltet. Wisst ihr noch? Aber es war einfach... Oh, weil Tales of Phantasia war einfach so ein krasses Spiel. War einfach eine gute Zeit. Ich meine, ja, gibt bestimmt bessere Tales of Spiele. Aber für das, was es war, war es ziemlich gut. Muss ich schon sagen. Tja. Epilepsie-Warnung, Leute. Bei dem ganzen Auffrischen, Aufflashen der Screens, wenn wir auf einen Gegner kommen, das könnte krass sein. Das passiert auch so oft, dass man durchaus einen epileptischen Anfall davon bekommen könnte, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung von Epilepsie. Ich weiß wirklich nicht, was da abgeht. Alles, was ich weiß, ist nur diese komische, berühmte Pokémon-Folge, die wohl recht viel Epilepsie ausgelöst hat bei vielen Kindern, die die Folge gesehen haben. Bisschen sad. Wurde dann natürlich danach nicht mehr ausgestrahlt. War auch nur in Japan, glaube ich. Ist halt scheiße, ne? Dass man nicht daran gedacht hat. Sagst du irgendwas Neues? Meine Freunde sind, sie sind gegangen mit dem Teleportal, um es euch zu überbringen. Okidoki. Ich schätze, wir suchen deine Freunde und das Teleportal und dann kommen wir zu dieser komischen Wind-Luft-Stadt-Scheiße. Das wird bestimmt gut funktionieren. Ich frage mich, wie viele Ebenen dieser Turm hat. Was geht, Bruder? Oh, das könnte das Teleportal, der Teleportal schon sein. Hier ist ein Blaudrache. Ich muss zugeben, das sieht ziemlich cool aus. Auch mit dem Grün an seinen Flügeln. Schon schön. Was geht, Bruder? Über den Wolken soll die Freiheit wohl grenzenlos sein. Mit dem Teleportal könnt ihr es erreichen. Okidoki. Beam me up, Scotty. Luftschloss, Ehre. Nun, der Mirage-Turm war nicht allzu hoch, ha? Gucken wir uns hier ein bisschen um. Voll die krasse Mucke hier, Alter. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das hier haben wir schon mal gesehen, oder? Ah ja, tschüss. was haben wir denn hier? Gorgos haben wir hier, alles klar, Alter. Und ihr mit noch mehr ägyptischer Mythologie auf uns werfen? Fein, Gorgos. Jo, nicht cool. Ich meine, es sind 6 MP, um das Gift wieder wegzubekommen von den beiden, aber trotzdem ein bisschen nervig. Dun, 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 dun. Bam, 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 bam. Haust du rein, Gorgo. Tschüss. Du Arschloch. So, wir gönnen uns noch ein Antidot, Nices. Und dann, mein lieber Gibriel, kannst du eigentlich nochmal heiliger machen, damit es uns wieder ein bisschen besser geht, ne? Lecker. Was haben wir denn hier? Giftklinge. Das liegt daran, dass ich haben möchte. Kann ich die Scheiße tragen? Die Antwort ist nein. Kannst du die Scheiße tragen? Ja, kannst du, korrekt. Benutzen, um Toxikum zu erzielen. Ja, bestimmt cool. Aber als Waffe relativ scheiße. Machen wir nicht. Wir sind da schon ganz gut ausgerüstet, so wie wir jetzt verstanden sind. Hier sind noch ein paar Ritter. Klar, warum nicht? Warum die auch immer so aussehen, als würden sie gerade kacken. Hauen wir ihn einfach auf die Fresse und hinterfragen einfach nicht ihre komische Pose. Stell ich mir vor, die Dunkelritter sind so eine Art Ginyu Force, die immer so eine Pose machen, bevor sie angreifen. Oh Mann. Luftelementar, klar, ihr kennt es. Da ist so ein Wirbelwind, der ist voll der Hurensohn. Also nehmt ihr euer Schwert und schlagt den Wirbelwind auf die Fresse und dann ist er wieder weg. So kann man auch jeden Wirbelwind wegkriegen, der die Leute bedroht. Das kann man mal machen, Alter. Was eine dumme Scheiße. Auch in Kingdom Hearts 3. Vielleicht am Anfang in der Herkules, also in der Olympfeld, gibt's halt diesen Wirbelwind-Titan und Sora greift halt einfach den Wirbelwind an. Du denkst dir so, Bruder, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht so gut. Ist auch so dumm. Es funktioniert super, aber es macht einfach null Sinn. Wie willst du den Wind schlagen, Junge? Ach, dieses Teufelsauge ist schon ein bisschen süß. Da ist jetzt zuerst ein Zyklop gewesen, den man den Kopf abgehackt hätte und dann irgendwo liegen gelassen hätte. Ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn man drüber nachdenkt, schätze ich. Naja, ist einfach sad, Leute. Was soll ich sagen? Ist einfach richtig, richtig sad. Könnt ihr euch bitte mal alle verpissen? Ich sag euch, wenn ich jemals ein Schutz-Item bekommen würde in diesem Spiel, ne, wäre das einfach die beste Zeit. So, was geht hier ab? Ein bisschen Neuros. Oh mein Gott! Wie nervig, ich stech dir in dein scheiß Auge, du Bitch. Tschüss. Heileheim, ey, so eine Scheiße haben wir schon mal. Protect-Ring, korrekt. Haben wir, glaube ich, schon, ne?
Ja, der, ja, ja, jeder hat einen Protect-Ring. Voll die nutzlose Scheiße. Können wir verkaufen. Ich musste noch nicht einmal was verkaufen. Wir hatten noch nie Geldprobleme in diesem Spiel. Das ist eigentlich echt schon erstaunlich. Okay, am Anfang musste ich ein bisschen Geld farmen, damit wir uns einen Zauber leisten können oder so, aber seitdem her nie wieder. Seitdem her werden wir einfach richtig überschüttet mit Gold. Gil, Entschuldigung, Leute. Wir wollen natürlich der Lore vertraut bleiben und so. Verreckt, ihr scheiß Dunkelritter-Arschlöcher. Get wrecked, boys. Bam, 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 bam. Hau dir rein. Ja, schätze, wir heilen uns mal ein bisschen. Korrekt. Gott, verdammte Viecher. Wie nervig kann man nur sein? Oh, ich bin voll verspannt, Leute. Ich sitze hier immer in so einer gebückten Haltung. Ist eigentlich gar nicht mehr so gut. Ich lehne mich mal zurück. Oh, ey, chillen jetzt, Leute. Wir chillen jetzt einfach ein bisschen. Hoffentlich schlafe ich bei diesem krassen Gameplay nicht ein. Hoffentlich guckt überhaupt irgendwer zu. Ab diesem Punkt. Aber hey, ey, guck mal, da leuchtet ja irgendwas. Wie spannend. Das gucken wir uns jetzt an. Aber ich schätze, wir verbrennen erstmal diese Loser hier. Nimm dies, die Arschlöcher. Tschüss. Oh, sie leben noch. Das ist problematisch. Das ist wirklich problematisch. Ich hätte einfach angreifen sollen. Hau dir rein, ihr Assis. Very nice. Luftschloss, Schock 2. Gut, Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Haut rein. Ciao.